So, sind wir online? Ich weiß schon, ja. Dann herzlich willkommen zum heutigen Vortrag über sprechende Pappeln und wie wir ihnen zuhören können. Wie der Titel schon verrät, handelt es sich also heute um Pappeln, wie sie hier auf der Titelfolie zu sehen sind. Um genaueren Schwarzpappeln, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und wie wir ihnen zuhören können. Also es wird ein bisschen um Methodik gehen, um Wissenschaftsmethodik, wie man an Forschungsfragen herangeht. Aber zuerst einmal die Sprache der Bäume. Wie sprechen denn Bäume? Schauen wir erstmal, wie wir Menschen uns unterhalten. Das ist relativ trivial. Wir nutzen Wörter, viele Tiere, gerade Vögel nutzen auch andere akustische Signale. Also wir haben eine hauptsächlich akustische Kommunikation. Bäume hingegen und generell Pflanzen haben eine chemische Kommunikation. Sie tauschen also chemische Moleküle miteinander aus, um zu kommunizieren, um Informationen zu übertragen. Wenn wir jetzt an Luftübertragung denken, handelt es sich hierbei um sogenannte VOCs, also Volatile Organic Compounds. Das sind flüchtige Verbindungen. Für die, die gerne Strukturen mögen, haben wir hier mal ein paar dargestellt, die also aus dem Baum abgegeben werden, in die Luft gehen und von irgendeinem anderen Organismus oder in einer Zelle aufgenommen werden. Aber wann und warum kommunizieren Bäume miteinander? Dazu müssen wir mal ein bisschen ausholen und sprechen mal so ein bisschen über die aktuelle Zeit. Hört ja gerade sehr viel von Pandemien, Corona ist überall in den Medien, es wird also gerade in der Menschenwelt sehr viel über eine Pandemie kommuniziert. Und Pandemien gibt es aber so quasi auch so eine Art in der Pflanzenwelt. Der ein oder andere mag sich noch erinnern an die Schwammspinnerplage in Gera und auch in anderen Orten Deutschlands, die also innerhalb weniger Wochen ganze Wälder leer gefressen haben. Da gab es quasi eine Pandemie, einen Ausbruch an diesen Raupen, die sich schlagartig vermehrt haben und Bäume kahl gefressen haben. Auch noch allseits vorhanden sind die Borkenkäferschäden, das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Das sind also beides sehr offensichtliche Schäden, Krankheiten, Schädlinge. Wenn man aber ein bisschen genauer hinguckt, findet man auch ganz viele andere Arten von Krankheiten und Schädlingen, die an Bäumen dran sind. Da hätten wir diverse Insekten, die dran fressen. Es gibt Insekten, die Gallen bilden. Hier sitzt zum Beispiel eine kleine Laus drin, wird sich dort entwickeln und irgendwann schlüpfen. Dann gibt es diverse Blattkrankheiten, die von Pilzen und Bakterien verursacht werden. Das hier kennen viele aus ihrem Garten, das ist Mehltau. Also wenn man mit offenen Augen durch den Park läuft, wird man immer wieder Krankheiten und Schädlinge finden, die solche Bäume befallen. Aber so ein Baum ist nicht ganz wehrlos. Wir können zwar nicht weglaufen, aber er hat auch so eine Art Immunsystem. Das funktioniert ein bisschen anders als bei den Menschen. Es gibt jetzt keine Immunzellen, die durch die Adern der Pflanzen vagabundieren, aber er hat auch ein Abwehrsystem. Und was ganz interessant ist, ist, dass ein Baum unterschiedlich auf verschiedene Angreifer reagiert. Wenn wir hier zum Beispiel so eine Raupe haben, die hier an dem Blatt knabbert, dann gibt es ein Signal, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf zu sprechen, und das löst dann viele unterschiedliche Reaktionen aus. Chemische Stoffe, die toxisch sind für die Raupe, eben schon angesprochene Duftstoffe, diese VOCs, oder auch sowas wie Pflanzenhaare, Trichome, das kennt man von der Brennnessel, das ist sehr unangenehm. Also das sind nur ein paar Beispiele. Und andersrum, wenn wir ein Pathogen haben, also einen Pilz oder ein Bakterium, was eine Krankheit auslöst, haben wir eine andere Art von Signalweg und das löst andere Art von Reaktionen aus. Also zum Beispiel wird die Wachshaut auf den Blättern verstärkt, damit nicht noch mehr Eindringlinge kommen. Es werden Radikale gebildet, andere toxische Stoffe oder Proteine, die zum Beispiel die Zellwand anknabbern. Also zusammenfassend muss der Baum erstmal erkennen, dass er überhaupt angegriffen wird. Das ist mitunter gar nicht so trivial. Es gibt Krankheiten, die sehr gut darin sind, völlig unbemerkt einzudringen und dann wacht der Baum plötzlich auf und stellt fest, oh, da haben wir ein Problem. Also das wäre der erste Schritt, das Erkennen. Dann muss er quasi die richtige Abwehr wählen. Das war das, was ich gerade meinte. Es gibt verschiedene Reaktionen auf verschiedene Angreifer. So ein bisschen wie wenn man in die Apotheke geht, dann kriegt man ja auch nicht immer dasselbe Medikament, sondern das, was eben am besten wirkt.
Und dann kommt die eigentliche Reaktion auf diesen Angreifer. Diese Direktverteidigung, zum Beispiel, wie schon gesagt, chemische Stoffe, die den Raupen schaden oder nicht schmecken, das gibt es auch relativ oft. Und da habe ich mal ein Beispiel aus der Schwarzpappel mitgebracht. In den Blättern und auch sehr viel in der Rinde gibt es sogenannte Salicinoide. Die haben so eine Grundstruktur, wenn wir jetzt nicht genauer wissen, was das ist, aber eine ganz ähnliche Struktur mit noch einer Säuregruppe dran, kennen wir aus dem Aspirin. Das ist die Acetylsalicylsäure, das ist das, was da drin wirkt. Und das schmeckt den Raupen zum Beispiel auch gar nicht. Und als zweite Reaktion kommt eben diese Kommunikation zustande, die Duftstoffe. Und hier gibt es in der Fachwelt teilweise über die Intention davon noch so ein bisschen Diskussionen. Eine Theorie besagt, dass der Baum eigentlich mehr Selbstgespräche mit sich führt. Also wenn man sich mal vorstellt, hier oben links an so einem Zweig wird er von Käfern angefressen. Man möchte jetzt gerne die Äste der Umgebung warnen und anstatt jetzt ein Signal bis zum Stamm runterzuschicken und dann über den anderen Ast wieder hoch, gibt er hier Duftstoffe aus und das verbreitet sich dann halt lokal und sagt, oh Vorsicht, da kommen wahrscheinlich bald ein paar Käfer auf euch zu. Inwieweit das dazu gedacht ist, dass andere Bäume, die daneben stehen, dieses Signal empfangen sollen oder ob die einfach nur lauschen, was der Baum mit sich selber bespricht, das ist noch ein bisschen umstritten. Was allerdings sehr gut belegt ist und auch schon für viele Arten gezeigt wurde, ist der sogenannte Hilferuf über diese Duftstoffe. Und der funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also unsere Pappel wird von Raupen angegriffen, sendet darauf diese Duftstoffe aus und die locken parasitoide Wespen an, die ihre Eier in die Raupen reinlegen. Die entwickeln sich dann in so einer Raupe und schlüpfen irgendwann, das sind diese Kokons hier, und die Raupe stirbt daraufhin. Und damit ist dem Baum geholfen, weil sozusagen der Feind des Feindes diese Raupen tot gemacht hat. So, nun ist es ja in der Natur so, dass ein Baum nicht nur von einer Art Raupe angegriffen wird. Das ist relativ selten und gerade so eine große Pflanze wie ein Baum, der lebt sehr lange, ist sehr groß und hat eigentlich ständig mit ganz vielen gleichzeitig zu kämpfen. Das ist also immer unter Beschuss. Da haben wir zum Beispiel Insektenfraß, gerade an den unteren Ästen auch Wildverbiss, da macht sich so ein Rehdrall zu schaffen. Es gibt diverse Bakterien- und Pilzkrankheiten. Und eben auch bei Pflanzen gibt es auch Viren, die sowas auslösen können. Ja, und die kommen alle gleichzeitig vor. Und daher entsteht unsere Forschungsfrage, wie sich die Abwehr bzw. die Kommunikation von so einem Baum verändert, wenn er gleichzeitig mit unterschiedlichen Angreifern kämpfen muss. Es gibt also relativ viel darüber, was mit einem Pathogen oder mit einem Insekt passiert. Aber wenn sie gleichzeitig auftauchen, was dann? Und dafür haben wir jetzt folgendes System. Wir haben also die Schwarzpappel als Baum, den Stammschwinger als Raupe und den Rostpilz. Die Schwarzpappel, wir haben schon ein paar Mal gesehen auf den Folien, ist eine heimische Art, kommt also in Europa vor. Man findet sie viel an Flussufern oder in Auen. Auch in Jena stehen da einige. Dann haben wir den Schwammspinner, der ebenfalls heimisch ist hier. Und die Raupen des Schwammspinners sind sehr gefräßige Alsfresser. Also vor allem Bäume und wenn es diese Ausbrüche gibt, wie anfangs gezeigt, dann können die schon sehr viel Schaden machen. Für uns sind sie sehr dankbare Organismen, weil sie einfach gut fressen und gut Schaden machen. Und dann haben wir als drittes den Pappelrostpilz. Der macht diese rostartigen kleinen Pusteln auf den Blättern. Und ähnliche Arten davon kennen sicherlich auch der ein oder andere aus dem Garten, viel auf Rosen oder Obstbäumen zu finden. Und der Rostpilz ist ein bisschen wählerischer als die Raupe, der gefällt also nur Pappeln und davon nicht mal jede Art. So, mit diesen dreien wollen wir dann also unser Experiment starten. Wie baut man so ein Experiment auf? Wir wollen ja wissen, was passiert, wenn wir eine Kombination aus Raupen und Pilz haben, gegenüber einzelnen Befall. Das heißt, wir brauchen erstmal diese Kombination als Behandlung für unsere Bäume. Wir brauchen einmal nur den Pilz, einmal nur die Raupe und dann gibt es immer in der Wissenschaft eine Negativkontrolle, also Pflanzen, die keinen Schaden haben. Ja, und dann können wir natürlich schlecht 20 große Bäume anziehen, sondern wir arbeiten hier im Labor mit kleineren Pflänzchen, die auf unseren Topf reinpassen.
und haben dann davon also eine Gruppe, sagen wir mal ungefähr 40 Bäume, dann teilen wir die auf. 10 davon werden mit unserem Pilz infiziert und 10 bekommen einfach nur Wasser draufgesprüht. Wenn wir dann nach einer Weile sehen, dass der Pilz gut wächst, wird diese Gruppe auch nochmal aufgeteilt und die Hälfte davon wird zusätzlich mit Raupen befallen, die andere Hälfte bleibt unbehelligt und genau dasselbe machen wir mit den nicht infizierten Pflanzen und kriegen am Ende unsere 4 Gruppen raus. Ja, da gibt es natürlich erstmal eine Menge Vorbereitungen zu treffen. Zuallererst müssen diese Pflanzen angezogen werden. Dafür stecken wir sogenannte Steckhölzer in die Erde. Die werden also von größeren Bäumen draußen geschnitten. Und für ungefähr 12 Wochen, also so 3, manchmal 4 Monate, muss man dann warten, bis daraus dann ein kleiner Baum gewachsen ist. Dann muss man natürlich Sporen sammeln, also Pilzsporen, um dann diesen Rostpilz zu infizieren. Da gehen wir teilweise in die Natur, teilweise haben wir das im Labor und müssen dann vorsichtig mit einem Skalpell diese Sporen hier runterkratzen, bis man irgendwann genug hat, um sein Experiment durchführen zu können. Und zu guter Letzt müssen auch noch die Raupen angezogen werden. Das ist glücklicherweise nicht ganz so schwierig, dafür muss man einfach zum richtigen Zeitpunkt die Eier aus dem Kühlschrank holen und dann schlüpfen diese kleinen Räubchen hier, man versorgt sie mit Nahrung. Und so nach 2 bis 3 Wochen haben sie dann die richtige Größe, um ordentlich Schaden zu machen. So real sieht das dann so aus. Das sind also jetzt so 3 Monate alte kleine Pappeln. Und wir packen die für unser Experiment in eine sogenannte Klimakammer. Der Vorteil einer Klimakammer ist, das ist im Prinzip einfach nur ein kleinerer Raum. In dem können wir aber alles kontrollieren. Wir haben das Licht unter Kontrolle, wir wissen, wie die Temperatur ist. Können die Luftfeuchtigkeit einstellen. Und dann, wenn es an die Pilzinfektion geht, kriegt dann jede Pflanze hier noch so einen kleinen Plastikschlauch übergezogen, um zu verhindern, dass irgendwelche Kontaminationen reinkommen. Also, dass sich die gesunden Pappeln von den infizierten Pappeln anstecken, sozusagen. Kriegt also jeder so ein Hütchen auf. Und dann ist es in der Wissenschaft so, dass man versuchen sollte, möglichst alle Bedingungen, die irgendwie nicht selber manipuliert wurden, konstant zu halten. Temperatur, Licht hatte ich schon angesprochen, das macht die Klimakammer für uns. Dann müssen wir bei den Pappeln aufpassen, dass sie keine Vorschäden haben, dass sie alle dasselbe Alter haben, alle in derselben Erde groß geworden sind, dieselbe Düngung haben, gleich gegossen werden und so weiter. Bei den Raupen genauso, sie sollten alle gleich alt sein, denn große Raupen machen mehr Schaden als kleine Raupen. Und wir haben natürlich auch dieselbe Anzahl, die werden dann also wirklich pro Baum abgezählt. Und genauso verhält es sich mit dem Pilz. Wir müssen alle dasselbe Material an Sporen haben, das wir benutzen, um die Pflanzen zu infizieren. Eine gleiche Konzentration davon. Und natürlich werden auch alle zum selben Zeitpunkt infiziert. Dann wird das Experiment eben durchgeführt. In meinem Fall war es so, dass wir 10 Tage gewartet haben, bis man sieht, ob der Pilz sich wirklich gut entwickelt. Dann kommen diese kleinen Pusteln raus und dann für 2 Tage die Raupen draufgesetzt. Und dann kommt es zur eigentlichen Messung. Dann gibt es also die Duftstoffmessung, auf die ich gleich nochmal eingehe, und die Blatternte. Bei der Blatternte machen wir zuerst ein Foto von unseren Blättern, um zu gucken, wie viel die Raupen gefressen haben. Dann werden sie gewogen und zum Schluss geschnitten und eingefroren in flüssigen Stickstoff, damit gar nicht erst irgendwas anfängt zu gammeln. Ja, wie misst man denn Duft? Man könnte natürlich jetzt einfach seine Nase in so eine Pappel halten und ja, eine geübte Forschernase kann auch riechen, ob es der Pappel gut geht. Da läuft man dann so durch den Park und denkt, oh, die hat aber gerade Stress. Aber das macht natürlich keine schönen Zahlen. Deshalb sieht das in der Realität dann ungefähr so aus wie auf dem Bild rechts. Es hat eine Menge Schläuche und einfacher aufgemalt ist das der Aufbau von so einer Duftsammlung, nennen wir das. Also, wir haben hier unseren Baum, der eine Plastiktüte drumherum hat. Das sind übrigens Bratschläuche, wie man sie auch im Supermarkt bekommt. Der Vorteil ist nämlich, die geben keine giftigen Stoffe ab. Dann gehen wir mit einem bestimmten Luftstrom hier rein. Der wird nochmal gefiltert, damit die Luft, die reinkommt, wirklich sauber ist. Und wird gleichzeitig wieder über Vakuum rausgezogen durch eine sogenannte Duftstoff. Das ist im Prinzip einfach nur ein Filter, wo unsere kleinen Duftstoffe, hier mal so grün und orange dargestellt, hängen bleiben. Dann haben wir die also in unserem Filter, hier drin, und geben dann ein Lösungsmittel drauf
und lassen das in so ein kleines Gefäß eintropfen. Und dann haben wir sozusagen die Duftstoffe, die wir hier über einige Stunden gesammelt haben, komprimiert in Lösung hier, und das lässt sich gleich viel besser handhaben. Und zu guter Letzt kommt das Ganze in einen sogenannten Gaschromatographen, also in ein Analysegerät, wo wir unser Gemisch an verschiedenen Stoffen auftrennen und quantifizieren. Wie funktioniert so ein Gaschromatograph? Ganz einfach oder ein bisschen weniger komplex erklärt. Wir haben also hier so ein Gerät, davor kommt ein sogenanntes Trägergas. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Wasser im Fluss, das fließt halt ständig vor sich hin und dann fällt hin und wieder mal so ein Blatt rein und wird ein Stückchen mitgeschleift. So ist das hier auch. Das Blatt ist sozusagen der Duftstoff, der ein Stückchen mitgeschleift wird, und das Wasser ist das Trägergas, was dann hier durch diese Säule, das sind einfach kleine dünne Röhren, durchgezogen wird. Wir geben also unsere Duftstoffprobe mit dem Gemisch über den Injektor in diese Röhre rein, und hier trennen sich dann diese Stoffe auf anhand ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften, zum Beispiel der Größe. Und dann gibt es welche, die kommen halt sehr schnell durch, sind dann quasi früher da. Manche bleiben ein bisschen mehr hängen und andere sehr lange hängen in dieser Säule. Und hinten raus kommt dann das Hellorange zuerst, das Grüne in der Mitte und das Dunkelorange zuletzt. Im realen Leben sieht das ungefähr so aus. Das ist ein sogenanntes Chromatogramm, also das, was der Computer hinten rausspuckt. Und um zu quantifizieren, muss man dann immer diese Fläche unter diesen sogenannten Peaks integrieren. Wir erinnern uns an die Integralrechnung in der Schule, dafür braucht man das später mal. Und hat dann am Ende eine Zahl für jeden von diesen einzelnen Peaks. Und was wir hier ganz schön sehen, ist, dass es eine Kontrollpflanze, die nicht angefressen wurde. Da passiert schon auch ein bisschen was, also auch gesunde Pflanzen riechen ein bisschen. Aber wenn wir dann Fraßschaden haben, dann kommen hier also zum einen mehr Stoffe und auch viel mehr Menge davon. Ja, für die, die chemisch interessiert sind, was gibt es da so für Klassen, für wie sehen diese Stoffe aus? Wir haben also sogenannte Terpene. Einige von diesen Terpenen riechen zum Beispiel so ein bisschen nach Fichtennadeln. Dann haben wir die sogenannten Blattalkohole. Das ist das, was so schön nach frisch gemähtem Rasen riecht. Wir haben aromatische Verbindungen, da gibt es zum Beispiel welche im Wintergrün, wird teilweise auch in Parfüms verwendet. Und stickstoffhaltige Verbindungen, zum Beispiel Benzylcyanid, das riecht so ein bisschen nach Bittermandel. Genau, also werden alle diese einzelnen Stoffe ausgewertet und nach dem ganzen Experiment kommt dann das raus. Dann hat man einen Graphen und genau, das ist jetzt die sogenannte Gesamtduftstoffemission, also die Summe von allen Duftstoffen, die wir da gemessen haben. Wir haben hier unsere vier Gruppen. Ich habe das jetzt mal auf Englisch gelassen. Das ist die Kontrolle, das ist der Rostpilz, der Fraßschaden und die Kombination. Und hier, wie viel Duftstoffe ausgestoßen wurden von den Bäumen. Wir sehen also jetzt dreierlei. Zum einen, dass bei Fraßschaden sehr, sehr viel mehr emittiert wird. Dass der Rostpilz selber auch eine kleine Steigerung gegenüber der Kontrolle hervorruft. Aber wenn wir die kombinieren, wird es nicht etwa doppelt so viel, sondern wir finden uns irgendwo dazwischen ein. Das heißt, obwohl wir Fraßschaden haben, ist der Duftausstoß geringer, wenn der Baum schon krank ist. Man kann das Ganze dann noch ein bisschen aufschlüsseln. Das sieht dann ungefähr so aus. Hier haben wir diese sogenannten Terpene nochmal aufgesplittet in Untergruppen. Das ist nicht weiter wichtig. Die aromatischen Verbindungen und die stickstoffhaltigen Verbindungen. Und was wir hier sehen ist, dass das überall dasselbe Muster ist. Wir haben sehr viel Emission, wenn die Raupen dran fressen, diese schwarzen Balken, und weniger, wenn wir gleichzeitig den Rostpilz vor Ort haben. Interessanterweise ist es aber nicht für alle Duftstoffe so. Diese Blattalkohole, also das, was nach frisch gemähtem Rasen riecht, das macht hier überhaupt keinen Unterschied. Da haben wir bei beiden Gruppen eine hohe Emission. Das ist auch relativ logisch, weil das ist was, was die Pflanze einfach nur durch Schaden macht. Da geht die Membran kaputt. Und dann kommen diese Duftstoffe raus. Das wird also gar nicht weiter reguliert. Und dann haben wir interessanterweise noch eine andere Gruppe gefunden, die sogenannten C8-Verbindungen, zum Beispiel das Octenol, das wirklich vom Pilz selber produziert wird. Und diesen Duftstoff, das riecht wirklich so richtig nach Champignons, so richtig nach Pizzafungi. Also kurz gefasst, wir haben gemerkt, dass die Abwehr gegen die Raupen, diese Duftstoffausstoß, unterdrückt wird vom Rostpilz und wollen jetzt natürlich wissen, warum ist das so. Dafür nehmen wir das Blattmaterial, machen einen Extrakt mit Lösungsmitteln,
Also auch wieder wird es dann aus dem Blatt die Stoffe raus extrahiert, landet dann auch in so einem kleinen Röhrchen und wird ganz ähnlich analysiert wie die Duftstoffe. Ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, was wir uns da angeguckt haben, aber was sozusagen dabei rausgekommen ist. Da muss ich nochmal kurz ausholen in dieses Schema, was wir schon mal hatten, dass also Pathogen und Raupen verschiedene Signalwege auslösen. Und diese Signalwege laufen über sogenannte Pflanzenhormone. Ja, auch Pflanzen haben Hormone, die werden also verstärkt gebildet, wenn so eine Raupe hier dran frisst, geht sozusagen das hier, das ist die Diosmonsäure, wird mehr gebildet und die aktiviert dann Gene, die wiederum dazu führen, dass solche Duftstoffe gebildet werden. Und ähnlich läuft das auch bei den Pathogenen ab. Hier ist es ein anderes Hormon, die Salicylsäure. Und diese Hormone, die können wir messen. Und das ist das, was wir in diesen Pflanzen gemessen haben. Wir konnten also sehen, dass bei Rostpilz tatsächlich dieses Hormon verstärkt gebildet wird und bei Raupenfraß auch mehr von dem anderen Hormon gebildet wird und konnten ja eben auch sehen, dass dort mehr Duftstoffemission stattfindet. Wenn wir jetzt beide gleichzeitig da haben, passiert Folgendes, dass sich diese beiden Hormone miteinander sozusagen kabbeln. Also Crosstalk ist so ein bisschen, nennt man das im Englischen. Es gibt also eine Interaktion zwischen den beiden. Und wir konnten sehen, dass, wenn wir eine Kombination haben, die Salicylsäure immer noch so hoch ist, die zeigt sich völlig unbeeindruckt von der Raupe. Und die Jasmonsäure wurde aber weniger stark gebildet. Und das ist genau das, was wir auch mit den Duftstoffen gesehen haben. Da ist sozusagen unterwegs einfach das Signal abgeschnitten worden. Und deshalb sehen wir genau diesen Effekt. Damit komme ich auch schon zur Zusammenfassung, was wir heute hier gelernt haben. Also wir haben gesehen, dass die Schwarzpappe große Duftstoffmengen emittiert nach Raupenfraß. Haben auch gesehen, wenn gleichzeitig der Rostpilz da ist, dass es deutlich weniger von diesen Duftstoffen dann gibt. Und die Ursache dafür sind gegensätzlich wirkende Pflanzenhormone. Ja, und nun? Was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir ein bisschen was über die Schwarzpappel und ihre Abwehr gelernt. Und wie das immer so ist in der Wissenschaft, führt eine Antwort auf eine Frage meistens zu noch mehr Fragen. Und Fragen, die man sich hier dann stellen könnte, ist zum Beispiel, ob denn durch diesen weniger Duftstoffausstoß tatsächlich auch weniger Feinde angelockt werden. Dafür müsste man dann wirklich mal raus in die Natur gehen und so ein Experiment machen. Außerdem wäre natürlich die Frage, was passiert noch in diesem Baum? Ich hatte am Anfang diese chemischen Stoffe erwähnt, die die Raupen also nicht schmeckt, die sehr bitter sind. Was passiert mit diesen Stoffen? Und zu guter Letzt, wer profitiert denn von diesem Phänomen? Da müsste man sich die sogenannte Raupenfitness angucken. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Kapitel. Also da guckt man, wie schwer die werden, wie sie sich entwickeln, wie viele Eier sie legen. Da gibt es also noch viele Fragen zu klären und vielleicht können wir die ja auch irgendwann mal vorstellen. Damit komme ich zum Ende. Ich danke fürs Zuhören und wünsche allen noch einen schönen Tag.